Ich bin Joshua und ihr seid hier richtig. Ja, herzlich willkommen zurück, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und was soll ich sagen? Es kommen wieder Videos, Leute. Ich habe mir nämlich was gegönnt. Nämlich einen Low-Budget-Camcorder, der aber trotzdem recht gut sein soll. Der soll einen guten, einigermaßen guten Autofokus haben. Und ja, das 90-fache optische Zoom, aber das interessiert ja da nicht. Ja, und jetzt kommen wieder Videos, Leute. Jetzt hoffe ich, dass endlich mal gute Schärfe in die Videos reinkommt. Und ja, das zu dem Thema. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Sinne des Videos. Und das ist das Jumanji Steelbook, 2D Steelbook. Und jetzt zeige ich euch das mal von an. Wir schauen uns das Ding mal an hier. So, dann machen wir doch das schöne Ding mal auf hier. So. Ah, Mist. Was haben wir denn da? Klebebubbel? Ah, ne, ist ein Aufkleber. Ein Stück Deser wieder. Besser als die Klebebubbel immer. Genau, das wäre jetzt mal die J-Card von hinten. Genau. Mir hat eigentlich das Motiv auch gefallen, wo die Affen und dann die Darsteller drauf waren, auch sehr gut gefallen. Aber ich habe jetzt das gesehen und jetzt habe ich mir das genommen. Das finde ich ja auch nicht schlecht. Genau, dann schauen wir es mal. So, in der Gesamtansicht sieht es dann so aus. Jumanji, der Next Level steht auch drauf. Ich finde es ein schönes Steelbook. Das erste hat mir vielleicht ein bisschen besser gefallen vom Jumanji, vom ersten Teil. Aber das tut es eigentlich auch, würde ich sagen. Ne? Genau. Da haben wir auch einen Innendruck. Ja, was passt. Ich würde jetzt, wenn ich eine Note geben müsste für das Steelbook, würde ich jetzt so ja, 3 plus oder 2 minus geben. Genau. Jo. Dann gehen wir wieder zurück in die andere Perspektive. Ja, und das war hier das Unboxing. Bald kommen mehrere Videos wieder, nach und nach. Bis bald, macht's gut, haut rein, servus.